Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 5. Ausgabe des Good Food Collective Talks. Mein Name ist Sarah Rebecca Gerstner und ich durfte mit meinem bezaubernden Kollegen Kai Schächtele kurz vor der Sommerpause eine wirklich sehr motivierende und wirklich spannende Persönlichkeit interviewen, und zwar Frau Renate Künast. Das Good Food Collective ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von den unterschiedlichsten Akteuren der Lebensmittelbranche. Und zwar sind es zum einen Unternehmerinnen, Köchinnen, Bäuerinnen, Aktivistinnen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Und zwar möchten sie ein faires und ökologisches Ernährungssystem erschaffen. Renate Künast steht mit ihrem Lebenslauf symbolhaft für die Fragen, die wir uns auch beim Good Food Collective stellen, nämlich inwieweit ist Essen politisch und wo liegen die Verbindungen zwischen individuellem Konsumverhalten und politischen Rahmenbedingungen. Renate Künast ist nicht, wenn man so will, mit dem Stallgeruch von jemandem groß geworden, die schon in ihrer Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof gelebt und gearbeitet hat, sondern die kommt aus dem Ruhrgebiet, war in den 70er Jahren mal Sozialarbeiterin in einer Justizvollzugsanstalt, hat Jura studiert, war dann im Berliner Abgeordnetenhaus, im Bundestag, in unterschiedlichen Funktionen, Fraktionsvorsitzende, Parteichefin und war von 2001 bis 2005 Landwirtschaftsministerin und damit auch verantwortlich für Verbraucherschutz und ist jetzt Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Unsere erste Frage an Renate Künast war, wann und vor allem wie ist Ihnen klar geworden, dass da in der Landwirtschaft salopp gesagt irgendwas schief läuft und Sie da selber eingreifen müssen bzw. politisch aktiv werden wollen? Also der Ehrlichkeit halber muss ich ja mal sagen, dass ich, wie man so volkstümlich sagt, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin, bin ich an einem Nachmittag zum Agrarressort gekommen oder, um es präziser zu sagen, zu einem neu formulierten Ressort, das heißt Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Seitdem habe ich ein großes Bewusstsein dafür, dass ich immer zwei Dinge in mir habe, wo ich mich auch nicht von trennen will. Also immer eine Bürgerrechts- und Menschenrechtsebene und die juristische Ebene. Und das andere ist diese Ernährung und Landwirtschaft. Ich nehme immer die Reihenfolge. Ja. Warum habe ich überhaupt einen Bezug dazu gehabt? Mein Vater war so ein Gartenfanatiker, der kam von einem Bauernhof in Thüringen und es war ehrlich gesagt, wenn wir mal auf Bauernhöfen in der alten Bundesrepublik waren, war es das eine, aber was mir am meisten Bauernhof nahegebracht hat, ist eigentlich der in Thüringen, auf den wir in den Ferien immer fuhren, was mich dazu gebracht hat, sozusagen auch DDR von innen kennenzulernen. Sozusagen die LPG-Betriebe, aber auch die Kleintierhaltung, die noch auf dem Hof hatten. Also da wurde auch nochmal ein Schwein geschlachtet oder ein Truthahn und ähnliches. Und ich durfte auch, was zu den schönen Dingen gehörte, mit meiner Cousine Brennnesseln pflücken gehen für die Entenküken, die meine Oma in der alten Bauernhofküche in einem alten Kinderbett hielt. Ja? Also die hat natürlich immer angegeben, meine Cousine, weil sie mutiger war beim Brennnesseln anfassen. Also das waren die Kinderprobleme. Ich hatte aber durch meinen Vater auch immer einen Bezug dazu. Wir hatten immer einen Garten, durften, teilweise mussten da mithelfen. Die Begeisterung für etwas, das wächst. Ja. Ich habe immer meinen Vater manchmal spöttisch gesagt, der guckt den Rosen beim Verduften zu, als würdest du dich so aufsteigen sehen. Wir waren stolz, ein kleines Stück zu kriegen, wo wir Kohlrabi, Möhren und so machen. Ich weiß, wie es natürlich schmeckt, so bin ich noch aufgewachsen. Und als Grüne habe ich mich immer mit Atomenergie beschäftigt, mit Natur. Das gehört ja bei Grünen dazu, auch wenn man Sozialarbeit studiert oder später Jura studiert, was eben viel Politisches hatte, wie Paragraphen kennenlernen, um etwas zu ändern. Brauchst du auch bei Landwirtschaft. Ja? Und dann ist, als ich Parteivorsitzende war, das quasi über Nacht gekommen. Es war einfach so, wir hatten wegen BSE, wo ja viele gesagt haben wir in Deutschland nicht, einen Rücktritt des Agrarministers, Herrn Funke von der SPD und von uns, Andrea Fischer, die war da Gesundheitsministerin und dann wurde das neu besetzt und dann überkreuzt. Die SPD wollte Gesundheit haben und wir haben gesagt, wir machen da daraus ein Verbraucherernährungsressort. Das erste Mal, dass Verbraucher im Titel stand und es ging ganz flugs. Ich war Parteivorsitzende, sie haben geguckt, wer muss es machen. Und ich hatte sozusagen eine Viertelstunde Zeit, Nein zu sagen. Ich habe aber nicht Nein gesagt. Ich war allerdings schon wenige Tage später froh, dass ich nicht wusste, was alles auf mich zukommt. Ich wollte nämlich gerade fragen, es klingt so ein bisschen, als sind so ganz elegant reingeschlittert und es mutet fast schon an, es wäre vielleicht relativ einfach gewesen. Aber jetzt meine Frage, woher haben Sie denn den Mut genommen und dann auch
den Mut, um das durchzustehen und da standhaft zu bleiben? Naja, sag mal, ja, das ist eine gute Frage, wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass ich als Kind angefangen habe, immer zu versuchen, mich durchzusetzen. Ja? Das ging schon in der Grundschule los. Also ich war erstens immer frech und habe gefragt, habe mir auch mal eine Ohrfeige eingebracht, aber ich fand meine Fragen trotzdem klug und berechtigt. Da war ich dann nicht so beeindruckt. Und ich habe einfach auch an entscheidenden Stellen, das ist, glaube ich, für alle Leute, Menschen wichtig, auch eine gute Unterstützung gehabt. In der Grundschule war es so, dass meine Grundschullehrerin, die hatte noch Zeit, sich mit allen Kindern zu beschäftigen. Mhm. Wir hatten nicht so viele Kinder, die ein Riesensackprobleme mitbrachten in die Schule. Und sie hat mich unterstützt, als ich gerne zur Realschule gehen wollte. Das glaubt man nicht. Mein Vater vom Bauernhof in Thüringen kommt, der Dritte. Deshalb kriegte er den Hof auch nicht. Hat immer gesagt, ach, die ist ein Mädchen, die heiratet ja doch. Man glaubt es nicht, war aber so. Und ich habe mit Hilfe der Klassenlehrerin mir dann erarbeitet, dass ich zur Realschule gehen darf. Von da an wieder erarbeitet zur Fachoberschule, Sozialarbeit studiert. Ich bin, muss ich auch sagen, Kind von profitiert hat, dass es BAföG gab. Was ich finde, also solche Personen, Bezugspersonen, die dich an entscheidenden Stellen unterstützen, auch gegen deine Eltern oder sonst wie, und dir einen Schritt weiterhelfen und in dich vertrauen, sind wichtig. Sowas wie BAföG ist wichtig, weil sonst können nur die mit wohlhabenden Eltern studieren oder sich weitere Ausbildung machen. Und danach ich politisch. Ich weiß, Sozialarbeiterin. Und dann war immer die Frage, meine Psychologie, Soziologie, aber es war dann irgendwann so der Punkt, auch wegen Atomenergie und anderer Sachen und Umweltsachen, du musst wissen, wie die Paragraphen aussehen müssen, damit du die Richtung beeinflussen kannst. Und dann hatte ich auch Zutrauen. Also wenn mir jemand mit 14 gesagt hätte, du studierst Jura, hätte ich gesagt, nie im Leben, traue ich mich nicht, ist eine andere Gesellschaftsschicht. Aber hier war ich dann so weit, das zu machen, und ja, und es ist gegangen. Und als ich dann Parteivorsitzende war, also Bundesparteivorsitzende, hat man, war ja vorher Landtagsabgeordnete, also in Berlin im Abgeordnetenhaus und so, die Leute haben natürlich von mir eine Erfahrung gehabt, wie ich mit Themen umgehe und wie ich, ja, ich glaube schon an, zu sehen, dass ich Themen systematisch aufbaue, kann man darüber reden, wie man sowas macht, systematisch aufbaue und dann auch dranbleibe. Und du musst dann aber auch, in der Politik musst du am Ende auch die Nerven haben zu stehen, weil es eben doch diverse Male schon bevor Hate Speech erfunden wurde, ja, geht es ja doch ein bisschen rau her. Ja, ja. Und gerade bei diesem rau her, mir fällt da dieses Wort ein, wer hat denn eigentlich die, die Verantwortung? Kommen wir zu dem Thema, gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt, sage ich mal, eine Seite, eine Gruppierung, bei der Sie sagen, da liegt eigentlich die Hauptverantwortung, jetzt wirklich auch hinsichtlich Richtung Verbraucher, Verbraucherschutz. Wir kommen natürlich nachher sowieso noch zu diesem Thema. Aber sagen Sie, nee, da gibt es sowieso eine Verantwortung oder eine Verantwortung, die habe ich als Politikerin schon immer in mir. Oder sagen Sie, ja, oder die Verantwortung liegt sowieso auch ganz stark immer bei der Bevölkerung, wenn man es so pauschal jetzt erstmal vorab benennen kann. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Politik Aufgabe hat, wozu haben wir drei Gewalten, ja? Wozu haben wir die Gesetzgebung, also den Bundestag, eine Regierung und dann die Gerichte. Wir haben sie, damit jede und jeder in ihren Bereichen unabhängigen Job macht. Und das heißt, die einen machen Gesetze, die andere machen Verordnungen, auch mal Vorlagen an den Bundestag. Sie müssen das exekutieren und umsetzen und organisieren, und die Gerichte sagen so oder so, verfassungsgemäß nicht, entspricht dem Gesetz oder nicht. Und jede dieser drei Gewalten muss tapfer und mutig sagen, ich mache meinen Job. Ja? Mhm. Und darf sich nicht durch, darf in Drucksituationen nicht nervös werden, muss organisieren, und sie muss auch den Kunde am Ende, der die Probleme alle löst. Wir sind dazu da, ein Gemeinwesen zu organisieren. Nimmst du eine Straße oder eine Autobahn, du hast auch eine gerade durchgezogene oder gestrichelte Linie und Leitplanken rechts und links und zwischendurch ein Temposchild oder ein Vorfahrtsschild, ja? Oder Vorfahrtachtenschild. Und genauso muss man doch Gemeinwesen von den Rechten her, wer darf was und wo ist die Grenze, wo die Rechte des anderen anfangen, regeln. Genauso wie man zum Beispiel Transparenz regeln muss. Also damit ich weiß, wo ein Produkt herkommt, oder Basissicherung machen. Und das finde ich ehrlich gesagt am Ende eine total spannende Geschichte. Also diese Mischung und so eine Aufgabe zu haben,
Grundstrukturen zu leben, in denen die Menschen ihre Freiheit leben können, aber eben nicht auf Kosten anderer. Und jetzt noch eine Frage, bevor wir dann zum aktuellen Thema rüber switchen. Sie haben gerade auch einmal schon mal das Wort Mut erwähnt. Wenn ich Sie jetzt fragen darf, welche Werte oder welche zwei Werte vielleicht, würden Sie sagen, haben Sie praktisch in die Politik gebracht und bis heute auch hauptsächlich getragen, wenn man es so sagen kann? Was sind die wichtigsten Werte für Sie persönlich? Also Mut ist es nicht, weil Mut ist ja, also hat man nicht oder muss sich erarbeiten und antrainieren, das ist ja kein Wert. Mhm. Ich sage einmal, ich bin 55 geboren und meine Elterngeneration, nicht nur meine Eltern, die Elterngeneration war die gesagt haben zum Nationalsozialismus, wir haben nichts gewusst und wenn wir was gewusst hätten, hätten wir auch nichts tun können. Die haben mich damit zum Wahnsinn getrieben. Mhm. Diese Haltung, wo ich dachte, wie kann man nur, ja, wie kann man nur so. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen und da war es auch so, man bot uns an Atomenergie statt Kohle. Die Kohle war schon so, dass man die Wäsche nicht draußen aufhängen konnte, so einfach so am Trockenboden und Fenster zu bei weißer Wäsche. Da gab es den Club of Rome und dies und jenes nach und nach schon sozusagen. Und einige, die für ganz großartige Spinner gehalten wurden, haben gesagt, dass diese Ressourcen sogar endlich sind. Ja, man sich vielleicht mal eine andere Energiemethode überlegen könnte. Ja. Dann kam das große Angebot Atomenergie. Mein Vater sagte noch, mein Onkel auch, ist doch toll, bist du nicht so schwarz und dreckig, weißen Kittel im Führerstand an, wunderbar. Und diese Situation dann noch mal zu sagen, also wenn man sagt, was ist mit der Radioaktivität? Ach ihr und immer... Und es war dann wieder für mich so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, nein, ich will nicht da enden. Es ist für mich ein Wert, dass ich am Ende sage, also einfach so tue, als sei ich nicht Teil der Gemeinschaft mit Verantwortung. Verantwortung ist, glaube ich, das Wert, dass Freiheit und Verantwortung für mich zusammengehören. Ich will nicht am Ende sagen, ich habe nichts gewusst. Und wenn ich gewusst hätte, hätte ich es nicht tun können. Dieser ist Begriffspaar, dass ich Freiheit haben will, der Mensch frei sein muss und Chancen haben muss, in der Struktur sich zu entwickeln, wie ich es dann am Ende auch hatte. Aber das soll jeder Mann und jeder Frau haben. Aber es ist immer zusammen mit Verantwortung. Und Verantwortung ist nicht nur im Alter, sondern dann muss man sich auch mal engagieren. Und wenn du dich einmal angefangen hast zu engagieren, bist du ja mit deinem Arbeitsauftrag nicht fertig. Das dauert. Ne? Spannend. Dankeschön. Kai, bitteschön. Dann lassen Sie doch da gleich anknüpfen, Frau Künast. Sie waren von 2001 bis 2005 Landwirtschaftsministerin und auch verantwortlich für Verbraucherschutz. Wie hat sich, wenn Sie über dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung nachdenken, Ihr Verhältnis dazu entwickelt mit dem Blick auf eine Ernährungsindustrie, die uns immer weiter aus den Händen entglitten ist in den letzten Jahren? Ja, sag mal so, alles, was ich da schon wusste, hat mich später noch mehr entgeistert. Und zwar, sag mal, einer der ersten Punkte war schon nach kurzer Zeit, also eigentlich schon von Anfang an, ich war noch gar nicht von den Grünen offiziell benannt und sollte am nächsten Morgen um 9 Uhr mit meinem Co-Vorsitzenden Fritz Kuhn eine Pressekonferenz haben und vorstellen, dass jetzt die für uns Ministerin wird. Am Tag vorher um 18 Uhr waren die zurückgetreten. Aber irgendwas war schon durchgestochen nachts und es stand vor 9 Uhr schon auf irgendeinem DPA-Ticker, dass der Verbandspräsident Deutscher Bauernverband gesagt hatte, eine Stadtgöre soll Landwirtschaftsministerin werden, no way. Das werde ich nicht vergessen, weil ich nach einiger Zeit schon gemerkt habe, darin liegt eigentlich meine Chance, weil ich durch diese Lobbygruppen und ihre Interessen nicht gleichermaßen beeinflussbar waren wie meine Vorgänger oder später Nachfolger. Und den Druck, den die gemacht haben, der war ja immer enorm. Ich habe auch gemerkt, schon relativ bald, wenn man an verschiedenen Stellen war, ob man beim Bauernverband, bei der landwirtschaftlichen Rentenbank, bei Raiffeisen und so in den Vorständen war, die traf man dann ja nach und nach überall mal. Dass ich dann einmal da saß, war hier noch nicht, aber ich kenne warum. Weil es eigentlich ist und sie überall sind. Der Bauernband bei der CMA, beim Absatzfonds, seine Landesvorsitzenden hier, bringt der auf, hier und da. Also dieses, ich war hier zwar noch nicht, aber ich kenne viele, war für mich sozusagen das Sinnbild für,
Also wie diese Vernetzung ist und dass sie überall sind und diese Erwartung an mich als Ministerin, Vier-Augen-Gespräche zu kriegen. Das war damals üblich. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe aber jetzt, wir haben gerade BSE, dann kam Maul und Klauen solche. Ich habe aber gar nicht die Zeit, jetzt mit sämtlichen Verbandspräsidenten, ja, vom Bauernverband bis NABU, Einzelgespräche zu führen. Und die guckten mich entgeistert an, wie ich eigentlich darauf kommen würde, dass man außer mit ihnen ein Einzelgespräch führen müsste. Und der Druck dahinter war vehement. Ich habe aber, also der auch aus der Industrie kam und immer mit dieser Methode eigentlich, am besten ist es, wir haben keine Regeln. Und ich glaube, ich habe fast gelernt, das war auch, ist auch die Wirtschaftspolitik von FDP und CDU, CSU, immer über Freiwilligkeit reden. Am besten, es gibt gar keine Regel, weil wenn einmal Politik eine Regel macht, erdreistet sie sich beim nächsten Thema schon wieder eine Regel zu machen, also Leitplanken zu setzen. Und für mich war es dann so, dass ich mir sehr genau überlegt habe, also auch mit meinem Team, in Wahrheit arbeitet man das ja nicht alles alleine, was sind eigentlich ein paar wichtige Weichenstellungen, wo wir sagen, wir können hier und da Kompromisse machen, aber bei den Weichenstellungen müssen wir konzertiert was machen. Ich nenne ein Beispiel, eben auch also eine Novelle des Gentechnikgesetzes mit dem Standortregister, das sich heute noch großer Beliebtheit erfreut, außer bei Bayer. Oder das Biosiegel, das in Wahrheit nicht nur ein Biosiegel war, sondern eine mehrjährige Kampagne, ein Ökolandbauprogramm, Qualifizierung im Handel, Informationskampagnen, Demonstrationsprojekte, also eine ganze Reihe einschließlich einer Kampagne auf europäischer Ebene für ein europäisches Programm. Also für mich war es so wie, ich suche mir Schwerpunkte raus, sonst bist du da verloren. Und das Verlorensein siehst du ja, wenn du heute noch guckst, also wenn ich weiß, immer wenn wir was anfassen, damals war auch eine Zeit, Frau Klöckner, Bundestagsabgeordnete, gab es immer auch von ihr ordentlich Zunder, man darf das nicht regeln und die deutschen Bauern machen alles toll. Es geht aber gar nicht um den deutschen Bauern oder darum, ihn anzugreifen, sondern darum, dass drumherum sich Wachse oder Weiche über den Bauernverband gesetzt hat und es eine Industrie gibt, die sozusagen Saatgut macht, die dazugehörenden Chemikalien macht, die Patente hat und mittlerweile auch die digitalen Daten. Und so, die machten immer Lobbydruck. So, aber in diesem Lobbydruck spielt ja immer eine ganz große Rolle, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie sagen, ihr könnt euren Wählerinnen und Wählern ja nicht vorschreiben, wie die zu essen haben. Und wann immer es um ein heiliges Stück Schnitzel geht, gibt es riesigen Protest. Und die Grünen haben damit ja auch sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht, weil das immer sofort als Angriff gewertet wird auf die persönliche Freiheit, ein Stück Schnitzel zu braten, zu grillen und zu essen oder es sein zu lassen, das muss jeder selber entscheiden. Inwieweit ist das denn ein Argument nach Ihrer Erfahrung aus den letzten inzwischen Jahrzehnten, das vorgeschoben wird, um Veränderungen einfach pauschal abzuwehren? Die Leute, die sich mit Kommunikation und ihren Tricks beschäftigen, zum Beispiel auch Elisabeth Wehling, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die hat so ein Buch geschrieben über Framing, auch über auf leisen Sohlen ins Gehirn. Viele Tricks, hat mich ja da noch mal weiter geschult und ich sage heute ganz besonders, es gibt immer Tricks, die ich sage mal, die Debatte zu verschieben. Ist übrigens mittlerweile auch in rechtsextremen Kreisen natürlich eine durchgeführte Schulung und ein Trick. Wenn du über ein Thema reden willst, gehen sie nicht auf das Thema ein, sondern sagen dann, du hättest dich jetzt zu aggressiv geäußert oder du müsstest doch offen diskutieren. Und wenn du dann anfängst zu sagen, ja, wir diskutieren offen, die meinen natürlich offen und unvoreingenommen diskutieren, muss dann zwingend zu ihrem Ergebnis führen. Das ist ja gar nicht offen gemeint. Aber sie fangen an, wenn sie über ein Thema nicht diskutieren wollen, hier auf der Beziehungs- oder Kommunikationsartenebene dich zu fangen und nach einer Stunde denkst du, was war jetzt? Jetzt bin ich über den Tisch gezogen. Das ist, dieses Framing gibt es ganz oft. Also ihr wollt uns euer Schnitzel verbieten. Ich weiß, dass ich damals bei der Veggie Day Debatte, glaube ich, die letzte Grüne war, die noch dazu stand. Und ich sage heute noch, Leute, der einzige Fehler, es war fehlerhaft, von einem Veggie Day zu reden. Warum? Weil es zu wenig ist. Ja, so. Dann habe ich immer die Lacher auf meiner Seite. Und ich mache mich auch lustig über das heilige Schnitzel. Das fand ich jetzt schön, heiliges Schnitzel zu sagen. Und habe mal bei Lindner, als er sagte, die Grünen wollten uns das Schnitzel verbieten, dann so eine Berliner Follower-Umfrage bei Twitter gemacht, wo kriegt man in Berlin das beste Schnitzel? Und sage mittlerweile, kümmere dich nicht um die Grünen, frag deinen Hausarzt. Der sagt wahrscheinlich das Gleiche, ja. Aber der Trick ist doch immer, auf die Verbotsebene zu gehen, damit man nicht drüber reden muss, wo kommt das Schnitzel eigentlich her, wie ist es gehalten worden, welche Krebsraten gibt es in Argentinien, wenn da Sojafutter angebaut wurde. Und diese ganze Debatte zu
vermeiden. Und da will ich noch ein Wort nehmen, das Wort enkeltauglich. Ist ja auch beliebt. Ja? Jetzt sagen sie in CDU-Kreisen, wir müssen enkeltaugliche Politik machen. Ich frage immer mich, was stört mich daran? Ich will es euch sagen. Mich stört daran, dass es auch wieder nur ein Versuch ist, so diese Frage, wir können doch nicht alles aufbrauchen, ja, und müssen an Zukunft denken, aufzunehmen, aber sie dann mit dem Wort enkeltauglich ein zusammengesetztes Wort zu nehmen, wo ich selber nicht vorkomme. Ja, enkeltauglich. Das ist da hinten irgendwo zeitlich. Es nimmt nur die Zeitperspektive auf, dass wir Zeitdruck haben oder so. Aber genau genommen ist doch nicht das enkeltauglich Reden, was so tut, als man denkt darüber nach, über Auswirkungen, ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir von heute bis mal gerade noch 10 Jahre, was haben wir letztes Jahr, also Zeit haben, umzusteuern. Wir haben auch nicht Zeit, noch 3 Jahre Machbarkeitsstudien zu machen. Dieses Wort enkeltauglich ist doch schön, es ist da hinten. Das geht, das machen sie ja eigentlich ständig, ja. Oder wir müssen die Situation befrieden. Ja, ich will ja diskutieren, wir müssen die Situation befrieden. Ja, oder ja, die Verbraucher müssen mehr Geld fürs Fleisch zahlen. Aber der Satz ist nicht zuerst, wir müssen die Tierhaltung ändern. Und wir müssen auch schon gar nicht, wir müssen die Tierhaltung reduzieren wegen Nitrat, Gülle auf dem Acker, im Wasser, das zahlen wir als Kunden wieder, oder wegen Methan, das hinten aus der Kuh rauskommt und so. Ja, es werden einfach Kommunikationsebene reingesetzt, die dummerweise ist er weg. Können wir uns gut hören? Ja. Dann ist es die Verbindung, ja, die du hast. Ja, ja, also ich bin da und höre euch alle. Sie sind auf der Golden Gate Bridge zu weit weg wahrscheinlich von uns. Naja, die Verbindung ist nicht stabil. Aber egal. Lassen Sie doch mal jetzt über Tönnies sprechen. Lassen Sie doch mal so ganz konkret darüber sprechen, was uns jetzt seit Tagen in Deutschland umtreibt. Ich frage mich bei all diesen Beobachtungen, die wir jetzt gerade machen, das sind ja alles Zustände mit Werkverträgen, der sklavenartigen Ausbeutung von Menschen, die dort arbeiten, von Schlachtungen unter Zuständen, die man kaum aushalten kann, wenn man allein darüber nachdenkt, zu in jeder Hinsicht Bedingungen, die wir für unwürdig halten für ein vernunftbegabtes Lebewesen auf diesem Planeten. Jetzt lese ich, dass Frau Göring-Eckardt sagt, wir müssen die großen Schlachthöfe schließen und wir müssen die Fleischproduktion dezentralisieren. Das ist alles schon so lange bekannt, jetzt fällt uns das bei Tönnies auf die Füße. Ist es denn wirklich realistisch, dass wir an diese großen Strukturen rankommen? Naja, also es ist schon alles so lange bekannt und es ist immer, das ist die Tragik in diesem Bereich, du brauchst immer Krisensituationen. Manchmal sind die Krisen latent eigentlich immer da, nur die schaffen es in der Kommunikation, die Kritiker oder die Filmausnahmen aus Stellen machen und so anzugreifen, ja, und zu kriminalisieren, statt mal zu gucken, ist das, was da passiert, gegenüber dem Menschen oder dem Tier eigentlich in Ordnung. Und was wir jetzt schon brauchen, also wir müssen diesen Bereich nutzen. Ich weiß, dass, also ich habe noch vor 2 Wochen einen riesen Shitstorm gekriegt, wo manche in Deckung gingen und dann schon die Bauern vor Ort wieder versuchten, die Grünen, andere Grüne gegen mich in Stellung zu bringen, weil ich gesagt habe, diese Pandemie ist auch das Ergebnis der Art, wie wir Lebensmittel herstellen und Landwirtschaft betreiben. Da fühlten sich wieder einige ganz direkt angesprochen, ja. Was aber nicht gemeint ist, sondern das Gesamtsystem ist so, dass wenn du irgendwann die Tiere hast und Globalisierung mit dem Rumreisen, können eben Viren entsprechend sich neu, sagen wir mal so einen Spillover-Effekt haben und sich woanders bei anderen Tieren oder auch bei Menschen festsetzen. Wir müssen doch diese Situation nutzen. Eins aufpassen, dass nicht schon das alles nur noch so verbale Ranken sind und die Geldströme nicht umorganisiert werden. Erster Punkt ist auch immer kein Bau von großen Schlachthöfen, ja? Sondern wenn dann das Geld in die dezentralen Strukturen, ob oder wie man den großen Schlachthof, der schon existiert, geschlossen kriegt, ich glaube, man kriegt ihn ehrlich gesagt nur reduziert rein rechtlich und wegen Hygiene. Ja? Den einzigen Schlachthof, den ich kenne, der sozusagen nicht subventioniert wurde, war der in Wietze in Niedersachsen, weil Christian Meyer sich als Agrarminister damals auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt, für so einen Scheiß geben wir kein Geld.
wir müssen es so machen. Geld runter, das Geld in regionale Strukturen. Wir brauchen regionale Herkunftskennzeichnung, eine bessere, damit wir wissen, wo es herkommt. Wir brauchen Regelungen schon bei der Tierhaltung für Stallneubauten. Wir müssen Großvieheinheiten pro Hektar Fläche machen. Wir brauchen eine Haltungskennzeichnung für sämtliche tierische Erzeugnisse. Und dahinter gehört meines Erachtens auch, also neben der Abschaffung der Werkverträge, die ja jetzt kommen wird, witzigerweise wahrscheinlich auf Vorlage eines SPD-Ministers, der aber unter Rot-Grün noch davor war, dafür war, aber ich weiß, wie ich mit Clement redete und der sagte, das machen, ändern wir nicht, das macht der Markt, regelt das alles. Der war damals auch Arbeitsminister. Wir müssen Unterkunftsregeln und so weiter regeln. Wir müssen diese Situation jetzt nutzen und ich sage mal, dann auch bitte die Städte mehr und mehr anders essen. Deshalb kämpfen wir auch dafür, dass große Städte Ernährungsstrategien haben und zum Beispiel auch da sagen, sie werden anders einkaufen. Anders in Kindergarten, Schulen, Studentenwerken, Altenheimen, Kantinen, um die Menge an Nachfrage anders zu kanalisieren. Weil allein in der immanenten Debatte der landwirtschaftlichen Interessen schaffen wir es nicht. Und wir müssen umgekehrt in dem Dunstkreis auch die Bündnisse schärfen und stärken zu Fridays for Future, die sozusagen den Finger auf das Thema Klima halten. Weil das hat ja, Landwirtschaft muss auch einen Klimabeitrag bringen und zwar massiv, ja, auch wenn sie nicht so stark sind wie meinetwegen Energie oder Verkehr, aber sie müssen einen bringen, weil sie 14-15% ausmachen. Jetzt gibt es ja einen 7-Punkte-Plan der Grünen mit dem Ziel, die Landwirtschaft bis 2035 grundlegend zu verändern. Da geht es um Werkverträge, da geht es um viele Punkte, die Sie eben auch genannt haben. Und es geht um einen sogenannten Tierschutzcent, der das Fleisch, aber auch Milch zum Beispiel, verteuert. Jetzt gibt es dazu ja zwei Haltungen. Die eine Haltung ist, wir müssen das Fleisch teurer machen, die landwirtschaftlichen Produkte teurer machen, damit dieses Dumping endlich aufhört. Die anderen sagen, unter anderem Foodwatch, also welche, die wirklich nicht verdächtig sind, das Lied der Agrarlobby zu singen, das ist vor allem ein moralisches Argument, das bringt überhaupt nichts, weil am Ende gerade diejenigen davon profitieren, die am rigidesten gegen die Tiere vorgehen, weil in deren Margen am größten sind. Was sagen Sie zu so einer Kritik? Naja, es gibt ja viele verschiedene und jeder hat da so seine Rolle und speziell, es gibt ja auch den BUND, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der NABU und andere Gruppen und Personen. Ich sag mal, ich hänge nicht an der Borchardt-Kommission. Wir haben bei unserem Plan, wir haben ja mehrere Pläne gemacht. Der eine bezieht sich engere auf den Schlacht- und Fleischzerlegebereich und ein anderes Papier habe ich mit Kolleginnen gemacht, das heißt Tierstärke und euren Bauern ordentlich lohnen. Und der grenzt sich auch ein bisschen ab zu der Borchardt-Kommission, die auch wir sagen, anders als die sagen ja, freiwillige Kennzeichnung, du kannst freiwillig am Konzept, sie haben ein paar grobe Stufen definiert und das reicht dann schon, um einmal eine Subvention zu bekommen für den Stall und dann auch für den weiteren Betrieb und dann bekommt man jeweils so viel Geld, wie man auch einen höheren Stand sozusagen mehr und das wird geschüttet für irgendwas. Und mir reicht ja dieses Konzept nicht uns. Deshalb haben wir ja gesagt, wir verbinden es mit anderen Maßnahmen, nämlich mit erstens einer Verpflegung, weil das auch ein Punkt ist. Ja? Du musst ja gleich, kannst ja nicht das alte System fortsetzen und sagen, die Tiere kriegen ein bisschen mehr Platz und dann gibt es mehr Geld dafür, sondern muss zeitgleich die Klimafrage, Reduktion von Tierzahlen und damit Reduktion von Gülle und so weiter hinmachen und Nutzung von diesen, meine 80% der weltweiten Ackerfläche wird ja für Tierfutter benutzt und das ist ja eine Eiweißvernichtungsstrategie. Ja? Aus 8 Kilo pflanzlichem Soja wird 1 Kilo aus pflanzlichem Eiweiß wird 1 Kilo tierisches Eiweiß. So, das gibt ja ganz große Zusammenhänge und deshalb sagen wir, du musst die gesetzlichen Standards hochheben. Subventionen dürfen überhaupt für eine deutlich höhere, nicht nur für Stufe 2 nach oben gehen. Also Stufe 2 der Tierhaltung, wie Glöckner sich vorstellt, weil die nur kleine Verbesserungen bringt und keinen wirklichen Zugang zum Beispiel zum guten Als Minimum erst da würden wir anfangen. Dass wir nicht weiter ein Problem bei uns hat die freiwilliges Ding machen, haben wir ein paar kleine, die machen so mit und die anderen machen weiter für den Weltmarkt. Ja?
und machen möglichst billig und tierdicht. Das muss also deshalb auch die verpflichtende Kennzeichnung. Wir wollen bestimmte Qualzuchten jetzt raus haben. Also die Puten mit der dicken Brust müssen raus. Wir sagen, wir müssen jetzt das Geld nicht nur in Technik, um Eier zu beschleuchten, zu nehmen, sondern gleich zwei Nutzungshuhn. Da muss das Geld rein. Und zum guter Letzt, mein letzter Punkt, wir haben in dem Bereich gesagt, wir brauchen ein richtiges Monitoring, weil es nicht reicht, den Tieren ein bisschen mehr Platz und Luft zu geben, sondern es muss ein Monitoring geben, bei dem, wenn man diese Ausnahmen alle weglässt, zum Beispiel, wir sagen auch weg mit dem Schwänze kopieren, ja, dass man ja nur macht, weil die Tiere schlecht gehalten werden, ja, und dass man dann ein Monitoring macht, und wenn man wir dann also sagen, wenn du da merkst, dass es den Tieren nicht so gut geht oder sich gegenseitig angreifen, ist das der Punkt für weitere Verbesserungen da drin. Wir haben das natürlich, ich kann mir noch mehr vorstellen. Und das ist erstmal nur für den Tierbereich. Den Ackerbereich ist ja gar nicht in dem Papier drin. Und in dem Punkt, sag ich mal, ist das so, wäre das sozusagen ein größerer Schritt, den man damit anderen Sachen verbinden muss. Und also manche Leute, es gibt ja von den NGOs welche, die sagen, Borchardt ist gut und wir sollten als Grüne unbedingt zustimmen. Ich sage, er ist mir aber noch zu wenig. Dann gibt es andere, die sagen, nie darf so einer Sache zustimmen, die nicht hundertprozentig ist. Wenn ich in der Politik bin, habe ich aber noch ein anderes Koordinatenkreuz, egal ob Bundestag oder Bundesrat. Ich muss auch neue Mehrheiten hinkriegen hin und wieder. Ja? Also muss ich natürlich von mir selber auch rechtfertigen können. Aber man muss dann zwischendurch auch mal wieder eine gesetzliche Regelung hinkriegen, damit sich es irgendwie, sag ich mal, weiterentwickelt. Ja? Wie, inwiefern sagen Sie denn das in dieser ganzen... Ja, Problematik. Wo können wir denn mit unserem Konsumverhalten einsteigen? Wo können wir denn wirklich auf den Einzelnen in sein schönes Zuhause runtergebrochen sagen, hier tun wir was, hier können wir auch was tun? Als erstes würde ich mal sagen, sich engagieren irgendwo, ja, weil das nicht zurückgeworfen werden darf auf das individuelle Verhalten nach dem Motto, gehe ich mir jetzt eine Wurst kaufen aus guter Tierhaltung oder schlechter oder gehe ich mir jetzt Tofu kaufen? Nein, das hat am Ende auch eine Wichtigkeit, aber als Allerwichtigstes, wir können doch als Einzelkonsumenten nicht anessen gegen komplett falsche Strukturen, falsche Gesetze, falsche Geldströme. Und deshalb muss man sich vorne engagieren und das ist sozusagen, da kann man sich in der Landespolitik, in Parteien, in NGOs engagieren, man kann beim Wählen gehen Kreuze machen, um sozusagen die strukturell dahin zu pushen. Und es gibt da so viele Sachen, wo immer über Geld entschieden wird. Ja? Also was sind die Kriterien, was wird subventioniert, was wird nicht subventioniert? Und an jeder Stelle wieder muss man Druck machen. Und ich glaube, dass dann sich selber engagieren und auch Politiker unter Druck setzen, ja, egal welche Parteifarbe, sprechen Sie Ihren, sprecht eure lokale Abgeordnete an und sagt, was ist da? Man muss auf Veranstaltungen gehen. Und der andere Punkt ist der, dass jede und jeder von uns da, wo sie sich aufhalten, auch Veränderung schaffen kann. Also jede Schule, die ihr Essen umstellt und ja, wo man dann noch jemand von der Zeitung holt, um drüber zu schreiben, dass wir in unserer Schule jetzt regional und bio und von diesen Bauern und wir wollen sie kennen. Das ist ja alles Einflussnahme für was Besseres und anderes. Und alle Kinder oder Erwachsene, die in ihrer Kantine oder Mensa anders essen und den Prozess mitgemacht haben, fangen dann auch an, zu Hause anders einzukaufen. Was Politik herstellen muss, ist, dass es eine Kennzeichnung gibt, bei der man es auch erkennt. Heute siehst du jetzt dem Stück Fleisch ja nicht an, außer du sagst, du kaufst Naturland oder Bio. Ja? Und deshalb, ich glaube, es gehört beides zusammen und wir müssen auch als Städterinnen und Städter, ob Ernährungsräte, Urban Agriculture oder Gardening, Beschlüsse, die man in der Stadt und so weiter fällt, wir müssen die Nachfrage auch verändern und der Landwirtschaft zeigen, wir wollen das nicht. Und damit nicht die Landwirtschaft sagen, ja, dann holst du her, wo du willst, ich produziere nur für den Weltmarkt, muss es da Leitplanken geben. Wer auf unserem Territorium in Deutschland und in der EU produziert, muss die Umwelt und die Gesundheit der Menschen und die Tiere wertschätzen. Und ich sage mal so, wenn man ein Verbot redet, dann muss man auch ganz klar gegenhalten und sagen, nicht wir sind die, die das Verbot machen, sondern ihr habt, ohne dass wir euch das erlaubt haben, angefangen, Natur aufzubrauchen. Gleich Gegenangriff. Aber um das nochmal kurz zu präzisieren, weil es gibt ja eine große Debatte, die immer wieder geführt wird, um
die sogenannten wahren Preise von Lebensmitteln. Mit der Überzeugung, dass wenn wir die Umweltschäden, die mit der Lebensmittelproduktion einhergehen, einpreisen, die Menschen ihr Konsumverhalten verändern. Das ist dann gar nicht ihr Ansatz, dass es über den Preis geht, also das offensichtlichste Instrument, mit dem man Konsum steuern kann, sondern dass es bei ihnen vor allem darum geht, Rahmenbedingungen zu ändern. Und der Preis spielt da zwar auch eine Rolle, aber ist gar nicht der zentrale Hebel, den Sie haben. Ich glaube, ich bin begeistert von dieser ganzen True Cost Accounting Bewegung und halte das auch für richtig. Wenn ich das jetzt überlege, wir müssen sozusagen in den nächsten 10 Jahren massiv umsteuern. Ne? Also ich könnte sagen, die rumänischen, bulgarischen Arbeiter müssen wir heute schon umsteuern. Ja? Wenn ich daran denke, wie viele Kinder auch in ihrer Entwicklung gehemmt werden, weil sie Lebensmittel mit Pestiziden essen, ja, und die ja auch als endokrine Disruptoren in den Körpern negativen Einfluss haben und bei Erwachsenen auch, aber bei Kindern noch mehr, dann sage ich mal, ist es mir zu wenig, ich bitte es nicht mitzuverstehen, das ist natürlich ganz groß, also zu wenig zu sagen, ich bin jetzt immer auf der theoretischen Ebene, um umzusetzen, dass die Preise die Wahrheit sprechen, wie komme ich dahin? Also meine These ist, dass wenn man das macht, es auch Zwischenschritte gibt. Du musst diese Forderung stellen, du musst dir überlegen, wie du es implementierst, aber zeitgleich musst du diese Zwischenschritte machen. Ne? Nämlich, dass du auch sagst, also ich meine, wenn das eine Schnitzel viel billiger ist als das Bio-Schnitzel oder ich nehme die Möhre, ja, so mal vom Fleisch weg, dann wie komme ich dazu rechtlich, dass ich da hinten alle externalisierten Kosten ans Preisschild kriege. Ich glaube, dass es da zwei Wege gibt. Die Preise werden auch mehr Wahrheit sprechen. Wenn ich sage, die beiden Möhren, soweit Agrarsubventionen fließen, werden nicht gleichermaßen subventioniert. Warum? Weil die Bio-Möhre eine Ökodienstleistung quasi noch mitbringt oder keine Belastung, dass wenn überhaupt Geld fließt, sie mehr kriegen muss und der andere weniger. Ja, dann wirkt sich das hinten auch schon aus. Oder dass klar sage, wir müssen jetzt ran bei dieser Pestizidminimierungsstrategie, dass Pestizide massiv reduziert zu führen, dass dieser kurzfristige Erntegewinn auch wegfällt und damit die Möhre eigentlich auch wieder teurer wird. Und wir müssen klar sagen, wir akzeptieren nicht, dass unsere Wasserpreise, die wir im Privathaushalt zahlen, sozusagen die Möhre billig machen, die konventionelle, ja, und wir es dann privat zahlen. Wir müssen an all diesen Punkten sozusagen Zwischenschritte machen, auch Gelder umsteuern, dass es nicht legitim ist, Geldflüsse so zu haben, wie sie jetzt zum Gutteil sind. Und das ist dann nicht gegen True Cost Accounting, sondern ich glaube, dass wir da nur hinkommen, dass die Preise die Wahrheit sprechen, wenn wir erstens politisch reden, delegitimieren, umgekehrt auch sagen, die Geldflüsse müssen woanders sein. Öffentliches Geld nur für öffentliche Dienstleistungen und nicht für Masseproduktion. Das gehört meines Erachtens als Basis dazu, um da überhaupt hinzukommen. Wir haben hier gerade zum Thema Fleischpreise eine interessante Frage von Axel Maria Zimmermann im Chat bekommen. Und zwar fragt er oder sagt, dass in der Schweiz zum Beispiel das inländisch produzierte Fleisch deutlich teurer ist als in Deutschland. Er sagt zum circa das Doppelte und fragt oder sagt, dass praktisch die Importware dort entweder durch Zölle verteuert wurde oder eben einfach nur beschränkt ist. Und die Frage dazu ist, ob in Deutschland sowas auch möglich wäre. Angucken in der Schweiz, weil die Schweiz ja mit der Europäischen Union vertritt, die ihnen gar nicht die Möglichkeit geben, meines Erachtens einfach die Importfleischpreise hochzusetzen. Also ich glaube, dass die allergrößte, der wichtigste Punkt an der Stelle der ist, dass wir sehen müssen, den europäischen Binnenmarkt finden. Also, alle Mitglieder der Europäischen Union sind quasi wie früher ein nationaler Markt. Mhm. Du darfst nicht Regeln für künstlich verändern oder ähnliches. Ist es jetzt aber so, dass bei uns entwickelt hat, was dazu geführt hat, in Werkverträgen und diesen ganzen anderen Werbung und kauft diese Wurst ist noch billiger. Dass andere Länder mittlerweile sehr frustriert darüber sind, in Deutschland gibt es einen Dumping-Wettbewerb, dass der dann faktisch auch verzichtet,
Preise, andere Marktchancen, aber auch Gelder, meinetwegen in Schlachthöfe und sonst wie, ne, an der Stelle. Ja, das ist immer sozusagen, das ist ja diese Mischung. Die Frage ist immer, also wenn wir einfach hinten nur sagen würden, bezahlt mehr und keiner weiß, wo es hingeht, würde zu Recht Proteststurm entstehen. Und das ist jetzt auch der eine Punkt, der bei Foodwatch gar nicht falsch ist, weil es nämlich animiert, noch klarzustellen, was kriege ich dafür? Ja? Mhm. Und wo geht das Geld dann hin? Und das finde ich den einen wichtigen Punkt, dass wenn wir sagen, ein Tierschutzcent haben, dieser Cent auch glasklar, man über die Kriterien und Bedingungen redet und dass diese Bedingungen auch von Anfang an da sein müssen. Mhm. Also ist auch noch die Frage, wie fängt man sowas dann an? Und es muss, was wir auch machen müssen, ist, das haben wir bei der Debatte um die Düngeverordnung angelernt, dass wir einfach sagen, also Leute, so läuft es nicht. Ihr betreibt ein Gewerbe und den Rest, euren Müll kippt ihr in Form von Gülle und Nitrat, kippt ihr dann der Gemeinschaft vor die Füße. Also zwar irgendjemandem auf dem Acker, aber die Wasserwerke haben ja jetzt schon ein großes Leiden. Und da komme ich auf den einen Punkt, wir müssen auch mehr und breiter Bündnisse schließen. So wie die Lebensmittelfrage vor 20 Jahren noch gar keine Frage war, die großartig die Umweltbewegung interessierte. Auch wenn man meinetwegen in Gorleben hier und da, klar, dann geht man zu Völkel und kriegt dann vom Biobauern noch Möhren und Gemüse oder so. Aber strukturell hatten wir das noch gar nicht begriffen. Ja? Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir genau diesen Bereich fördern und unterstützen und dass wir auch sagen, neben öffentliches Geld nur für öffentliche Güter und Interessen, dass wir umgekehrt auch sagen, diese Erlaubnis gibt es nicht mehr, die Gülle einfach so einzubringen und späteren Generationen zahlen mehr Wasserpreise. Und es wird einen Riesenkampf geben an der Stelle, weshalb ich sage Wasserwerke, weil die Probleme haben, es rauszufiltern und weil die Wasserwerke uns heute schon sagen, dass Wasser knapp wird. Ja. Also das ist schon klar. Wir sind nicht einfach nur im dritten Dürrejahr, sondern wir sind in einer massiven Klimaveränderung. Und von der Seite her werden wir auch mit Wasserwerken und anderen Bündnissen schließen. Also von Gesundheitsleuten, die die Pestizide nicht wollen, bis hin zu Wasserwerken, die sagen, wir brauchen ein ganz klares Wassermanagement. Und zum Wassermanagement gehört dann dazu, wir brauchen mehr Ökolandbau, weil wir Wasserhaltefähigkeit, Speicherfähigkeit in gesunden, vielfältigen Böden brauchen. Es ist leider nicht einfacher. Aber Frau Kühner, dann dazu meine Frage zu Ihrer Partei. Hier schreibt gerade jemand auch im Chat, Markus Jordan, Kühners tut gut. Mir geht es ähnlich, weil ich das Gefühl habe, es braucht genauso eine umfassende Diskussion und auch Betrachtung der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, um diesem Problem beizukommen. Dann lese ich aber, dass Ihr Parteichef Robert Habeck vor allem über Mindestpreise spricht und damit quasi der anderen... Über was? Über was? Über Mindestpreise. Das ist meine Leitung. Ja. Also über Mindestpreise. So, und macht damit eine Flanke auf, die natürlich viele sehr bereitwillig nutzen, um auf die Grünen einzuschlagen und zu sagen, ah, wieder mal Moralapostel, wieder mal die Prediger, wieder mal die Verbotspartei. Verzweifeln Sie dann selbst oft an Ihrer Partei, weil mit so einer Verkürzung der Debatte immer wieder Keulen in die Diskussion kommen, die da eigentlich verloren haben? Naja, vielleicht wäre es, kann man sagen, am Ende besser gewesen, auf dieses dann leider Gottes dann englisches Wort zurückzugreifen, über wahre Kosten, über True Costs zu reden an der Stelle. Glaube ich schon. Also ich habe das Wort nicht benutzt, weil ich auch weiß, dass es ein bisschen kompliziert ist. Man weiß nicht genau, was er eigentlich damit genau gemeint ist, ob man Preise festlegt oder welcher Bereich gemeint ist. Also manche Dinge hatten wir ja auch schon geregelt, dass man zum Beispiel im Lebensmittelhandel nicht unter Einkaufspreis verkaufen darf und so. Aber ich sag mal, eigentlich verzweifle ich an was anderem, wenn ich verzweifle. Nämlich an föderalen Strukturen, an so einer Struktur wie gerade jetzt. An diesem Freitag wird ja wohl dann über diese Kastenstandfrage bei den Schweinen abgestimmt. Und da haben wir 2016 eine Gerichtsentscheidung gehabt, dass das Deckzentrum, also da, wo die Tiere gedeckt werden, erstmal trächtig sind, so nicht rechtmäßig ist, hat auch das Bundesverwaltungsgericht gesagt, und die Tiere sich ausstrecken können müssen. Und das muss ja irgendwann mal in Recht und in die Praxis umgesetzt werden. Und jetzt sage ich, wo ich verzweifle, dann hat Frau Klöckner den Trick benutzt zu sagen, obwohl es eine Entscheidung von 2016 ist, also schon Zeit vergangen ist und für Stallinnenausbauten, man sagt 10 Jahre Abschreibungsfrist, für Neubauten 20.
hat sie dann eine Vorlage gemacht, wo sie gesagt hat, ach, ich mache mal einen Vorschlag, ab wann wir das umsetzen, nämlich in 17 Jahren, 15 Jahre plus 2 Ausnahmejahre. Und so lange streichen wir in der Verordnung den Satz, dass die Tiere sich ausstrecken können müssen. Ja. Und da, das ist eigentlich was, was ich wirklich schrecklich finde, weil es derartig, ich sage mal, tricky ist, einen derartig, ich sage mal, fast unverschämten Entwurf zu machen. Das ist ja weit hinter dem, wo Bauern was abschreiben, und respektlos gegenüber Rechtsprechung, die ja zu den drei Gewalten zwingend gehört, damit dann der Kompromiss irgendwo ganz kompliziert wird und eben noch jahrelang dauert. So. Und dann sage ich ehrlich gesagt, dann sage ich immer, nee, ich lasse mich da nicht kriegen. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt immerhin die Zielstellung Gruppenhaltung, und gleichzeitig sage ich, und da muss der Kampf weitergehen. Für was wird Geld ausgegeben? Nicht für Stufe 2, erst für Stufe 3. Und dann sage ich nochmal, in den Städten müssen wir anders einkaufen. Also wir können auch sagen, wir haben die Schnauze voll. Wir kaufen das nicht. Ja, und ich glaube, dass man das in aller Klarheit auch machen und sagen muss. Mittlerweile gibt es selbst in der Bauernschaft Leute, die sagen, wir wollen nicht immer in der Ecke stehen. Und dazu noch eine letzte Nachfrage. Ich habe ja das Gefühl, bei dem, was Sie sagen, sind doch insgeheim viele Landwirte auf Ihrer Seite, weil die selber nicht mehr in Zuständen arbeiten wollen, in denen sie A, ihre Tiere massakrieren müssen und B, kaum noch Geld verdienen. Aber es ist kulturell bedingt nicht einfach, den Grünen Recht zu geben. Ist das so nach Ihrer Erfahrung? Weiß ich, also ob es kulturell bedingt nicht einfach ist, manchmal, also ich erlebe es ja durchaus schon, wenn wir irgendwo stehen und mit das dann gut fanden, sagen wir, ein tolles Gespräch. Ich habe ja selbst vor Jahren erlebt, wie Leute zu mir kamen und sagten, ich habe immer über sie geschimpft wegen ihrer Gentechnik-Einstellung und wollte mich jetzt mal entschuldigen, ja, weil er gesagt hat, für die deutsche Landwirtschaft sowieso und hier, wenn wir was produzieren wollen, was irgendwie Marktwert hat, dann gehen wir nicht in die globale Ramschnummer, je mehr Gentechnik und je billiger, da haben wir nichts verloren und haben wir auch nichts zu gewinnen. Ne? Also es gibt es teilweise schon, aber was wir haben, ist natürlich eine unheimliche Emotionalisierung. Das hat auch nicht mal mehr was mit Grün zu tun. Wissen Sie, die CDU selber ist ja fassungslos, dass Frau Klöckner mit zwei anderen CDU-Frauen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen jetzt so eine Art Fleischgipfel gemacht hat. Als Bundesministerin nur mit zwei Kolleginnen, die gleiche Farbe, politische Farbe haben, hat ja auch damit zu tun, dass die CDU sich wundert, dass manche Bauern so hoch emotionalisiert sind, dass ihnen selbst der Deutsche Bauernverband zu links ist und dann Landschaft Verbindung schafft und so. Da ist insgesamt viel Emotionalisierung drin, und ich sage immer, ich gehe hin und ich rede und ich sage immer, ich bin nicht dazu da, euch zu belügen oder irgendwas zu erzählen. Ich rede drüber, wo die Reise hingeht, und ich hoffe, dass die jungen Leute auch noch mehr bei dem Thema Landwirtschaft, Ernährung einsteigen. Wie wird das produziert? Das muss sein Beitrag beim Thema Klima. Wir müssen aber den Bauern, die Bauern auch, ihnen dann was anbieten und sagen, das ist Perspektive. Und dann sage ich mal was mich gefreut hat. Ich habe vor ein paar Tagen mit Silvia Bender, der neuen Staatssekretärin in Brandenburg, telefoniert. Und so sage so zu ihr, weil wir so über die Berlin-Brandenburgische Strategie geredet haben, Ernährungsstrategie Berlin, mehr Bio ins Schulessen und so weiter. Ab nächsten Schuljahr, also ab 21, 22, 50% sein. Da habe ich gesagt, so, und sind dann die Bauern erzürnt oder nicht? Sagt sie, du glaubst es nicht, ich komme da hin, und sie sagen, endlich mal einer, der mir eine Perspektive bietet. Ja? In all diesem Wahnsinn, dann verkaufe ich halt meine Kartoffeln und sonst was an Schulketerer und habe nicht noch zwei Zwischenhändler und so da drin. Mache ich gerne, und auch die Schulketerer sind bereit, sich auf das Neue einzulassen. Das ist so, das ist dann immerhin mal eine Stelle, wo man sagen kann, es verändert sich was. Aber einer der größten Punkte wird sein, dass wir uns jetzt nicht einhebeln lassen. Ne? Ein bisschen befrieden, ein bisschen Tierabgabe und ein bisschen paar Zentimeter mehr Sau. Ja? Also das sind dann 0,9 Quadratmeter statt 0,75, und das einhebeln lassen. Wir müssen wirklich sagen, wir akzeptieren das nicht. Ist aber mühevoll, weil natürlich überall auch grüne Minister dann natürlich vor Ort irgendwie die Konflikte stehen müssen und Drucksituationen entstehen und so. Ja. Ja, hier gerade noch mal im Chat eine spannende Frage zu dem Thema bekommen, und zwar von Markus Jörner, der eben noch mal hat gesagt, die Landwirte wollen nicht mehr in der Ecke stehen. Da fragt er, wie kann praktisch ein Schulterschluss gelingen? Kann es zum Beispiel über regionale Leuchtturmprojekte in der regionalen Vermarktung geschehen?
Was könnte so ein Schulterschluss sein? Also Leuchttürme sind ja immer nur so kleine Orientierungspunkte, damit das Schiff weiß, nicht auf Grund läuft. Ja? Aber ich bin immer nur begeistert für Leuchttürme und Modellprojekte. Ich habe selber mal was gemacht mit Demonstrationsbetrieben. Das waren quasi Betrieben quer durch Deutschland in allen Regionen mit unterschiedlichen Produktionen, ob jetzt Wein, Kartoffeln oder Fleisch, Tierhaltung, um zum Beispiel für den Biobereich zu zeigen, sowohl für Kinder und Kindergärten, aber auch für andere Bauern, unter deinen klimatischen oder Bodenbedingungen und so weiter, geht das. Zum Beispiel Umstellung auf Bio. Da kannst du auch hingehen, da wirst du beraten. Das war aber dann eine Basisinfrastruktur in einem großen Gesamtkonzept mit Biosiegel, mit Ökolandbau, Forschung, Umstellungsförderung, EU-Programm und so, ja. Weißt du, in einem ganz großen Paket. Ansonsten glaube ich immer, dass einzelne Leuchttürme, die leuchten da. Also wenn in Oldenburg ein Leuchtturm leuchtet und ich sitze in Berlin, sehe ich ja nichts, um es mal bildhaft zu sagen. Und das wäre mir dann zu wenig. Das wäre mir zu wenig. Ich möchte, wenn Bauern nicht mehr in der Ecke stehen, dann müssen wir gemeinsame Anstrengungen machen. Manche benutzen das Wort Gesellschaftsvertrag, finde ich gut, aber das, was Frau Klöckner macht, ist kein Gesellschaftsvertrag, weil sie sucht sich eine Handvoll Leute aus und mit Mehrheit Bauern und so weiter, ein paar alte Strukturen, sagt sie dann, das ist ein Gesellschaftsvertrag. Nee, müsste wirklich die gesamte Gesellschaft mitnehmen, ja. Und auch Interessen, die schärfer, meinetwegen, und sehr kritisch sind, mitnehmen. Wir brauchen hier und da mal ein paar Modelle und Leuchttürme, aber der Grund ist, dass die Strukturen verändert werden, die Regeln, wo ist die Leitplanke, was darf man nicht. Die Kunden müssen es erkennen und das Geld muss anders fließen. Es kann nicht sein, dass wir heute auch Geld irgendwo in Schlachtanlagen, Massentierhaltung und so geben, obwohl wir wissen, dass wir in genau die andere Richtung fahren müssen. Ich will ein Wort sagen. Ich hatte neulich mit einem von Fridays for Future eine Debatte, der 19, und der hat gesagt, er hat Weltschmerz. Das hat mich das vergesse ich auch nicht. Dieses Ich habe Weltschmerz war so ein Satz, wie ist das alles? Wir haben jetzt so lange demonstriert und gemacht und passiert denn überhaupt was? Und ich weiß, dass viele von Fridays for Future sich auch fragen, gerade jetzt, wo man nur so richtig, also kaum analog demonstrieren kann und so, warum passiert nach einem Jahr nichts? Wir haben es gezeigt, es ist unsere Zukunft. Und dieser junge Mann sagt, ich habe Weltschmerz, ich bin 19. Was ist in 10 Jahren, in 20 und 30 Jahren? Und der muss natürlich 30, 40, 50 Jahre denken, so weit muss ich nicht denken, weil das Zaubermittel nicht erfunden ist. Aber dass der Weltschmerz hat, hat mich angerührt, weil das Wort so ungefähr so ist, wie du bist 14 und deine große Liebe verlässt dich und du denkst, die Welt geht unter. Und deshalb passt das Wort Weltschmerz, weil sie über den Weltuntergang nachdenken. Also quasi die Bedingungen, die da sind, wo du, ja, wenn Brandenburg 15 Jahre kein Wasser hatte, dann wächst ja auch nichts mehr, ja, außer Agaven oder so. Insofern habe ich die Dringlichkeit verstanden und ich glaube, wir müssen uns sagen, über alle Organisationen und Generationen hinweg verbünden, um da mehr Dringlichkeit reinzugeben. Das darf man nicht, man darf das einfach nicht akzeptieren, was gerade läuft. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, Ihre Biografie ist ja symptomatisch für die Überlegung, dass Essen politisch ist. Ich kann zu der Beobachtung, die Sie eben hatten, noch eine beisteuern. Ich habe mit einem Pärchen gesprochen, die waren beide 17 vor einem Jahr. Die haben zu mir gesagt, wir haben das Gefühl, wir haben keine Zukunft vor lauter Untergangsszenarien, die wir jeden Tag sehen. Wir haben aber auch keine Gegenwart mehr, weil wir nur noch von Texten umgeben sind, davon, wie die Welt untergeht. Und wir brauchen einen Impuls, der uns zeigt, dass eine Zukunft möglich ist. Jetzt sprachen Sie über einen Gesellschaftsvertrag, den es, und gerade Ernährung ist ja so das sensibelste Feld, das es gibt. Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute anfangen, ihr Konsumverhalten sowohl im Persönlichen zu verändern, als sich auch für eine andere Art von Ernährung zu engagieren, verändert sich auch das ganze Weltbild und damit werden ganz andere Veränderungen möglich. Wenn es jetzt um diesen Gesellschaftsvertrag geht, das sind die Grünen ja oft genug in Fallen getappt und haben Trüge bezogen. Was kann denn jetzt haben wir so noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Chat. Was kann denn ein Impuls sein, den jeder und jede heute mit nach Hause nimmt und sagt, im Wandel möchte ich teilhaben, um genau diesem Weltschmerz entgegenzuwirken, für den ja die Älteren auch mehr Verantwortung haben als die Jüngeren? Ja, ich kann nur sagen, dass ich
Ich habe mal von einem englischen Gewerkschafter den Satz gehört, bei dem ich erst zusammengezuckt bin, der sagte, never miss a good crisis. Ja, dachte, was ist das denn für eine schamlose Nummer? Aber er hat gesagt, ja, besser kannst du im Englischen nicht ausdrücken. Wenn eine Krise da ist und die, wie hier jetzt sozusagen die Decke wegzieht, wo du siehst, was passiert da, was ist im Tierhaltung, was ist da, das ganz konzentriert zu machen. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, also für Demonstrationen, aber genauso, das kriegen ja alle mit, wenn jede und jeder in ihrer Stadt oder ihrem Stadtteil loslegt und sagt, jetzt schreibe ich alle Abgeordneten an und du erklärst mir mal, warum seine Schulklasse, seine Studiengruppe agitiert, in seine Kantine geht und sagt, wir wollen das anders. Es muss, man kann ja nicht immer darin stehen bleiben, dass man eine Maximalforderung hat und freitags demonstrieren geht und nach einem Jahr merkt, die bewegen sich nicht, ja, dann kommen sie mit Kohleausstieg, andere Tobak und bezahlen die noch, die sowieso immer abschalten. Wenn du da nicht irre dran werden willst, musst du zwischendurch auch mal praktische Dinge tun. Und ich sage nur, das praktische Ding alleine auch machen, aber nicht darauf verlassen, nur ich alleine kaufe jetzt Tofu oder Bio, sondern sich zwei Strukturen darüber zu suchen und gnadenlos zu sagen, und meine Schulkantine wird jetzt umgestellt und ich suche mir dazu Bündnispartner. Und das ist für mich immer ein wichtiger Punkt gewesen. Wenn ich irgendwas angefangen habe, habe ich mir zuerst politisch überlegt, wer sind meine Bündnispartner, wen muss ich einbeziehen? Und man muss nämlich schamlos Bündnisse schließen. Ist wie beim Malefiz-Spielen, altmodisches Spiel, wo du notfalls eine einfach was machst. Und dann aber zu sagen, ja, und daraus wird eine Addition und die Leute merken das. Und das merken wir ja jetzt auch schon. Und jetzt hat gerade jemand geschrieben hier im Chat, ja, siehst du doch, Leuchttürme, ich verstehe es, es stimmt. Ich hatte Leuchttürme vorhin verstanden, hier noch ein Modellprojekt, da eins, wo dann Ministerien Modellprojekte auswerfen und organisieren, drei, und dann tun sie so, als hätten sie was gemacht. Und die Zeit vergeht, wie schön, dies sind ja andere Leuchttürme. Berlin war so klar in der Koalitionsvereinbarung, der Ernährungsrat wird beteiligt bei einer Ernährungsstrategie. Und jetzt muss man immer dranbleiben. Ich war bei Sachsen ein bisschen dabei, da haben wir auch, wir machen eine Ernährungsstrategie, stellen die Gemeinschaftsverpflegung um. Weil wenn alle Schulen in Sachsen umstellen, gibt es auch mehr Bauern, die dahin produzieren können und so. Und also solche Art von Leuchttürme, die irgendwo überall sind und sagen wir mal, man muss nerven gehen. Wenn du nicht nervst und immer wieder nachfragst, man gemeinsam nachfragt, tut sich nichts. Und sag mal jetzt, warum habe ich das, also in aller Ehrfurcht vor dem, was die Fridays for Future Leute gemacht machen, ja, nochmal. Aber weshalb sage ich, man muss an manchen Stellen auch mal einzelne so Projekte haben und notfalls dann sagt man die ganz erst hier die Schule, dann die ganze Stadt und los. Solange die Debatte aber immer so läuft, dass wir eine Vision haben und über die anderen müssen nur auf der Ebene an Tricksereien betreiben. Ja, ich finde auch, wir müssen nachhaltig werden und wir werden, aber dann bieten sie dir noch ein Gutachten an und du gehst ganz benebelt nach Hause. Aber du musst sie zwingen, eine konkrete Sache zu machen. Und hier heißt zum Beispiel, gut, in dieser Schule ab nächsten Schuljahr 50% Bio. Du musst sie immer zwingen, Farbe zu bekennen. Man sagt mal, hic Rhodos, hic Salta. Ich will nicht mit dir im Himmel, in den Wolken Diskussionen führen. Ich frage dich jetzt jede Woche wieder, wie setzt du das um? Man kann auch Abgeordnete fragen, wie haben sie abgestimmt und warum? So, und was ist hier vor Ort? Geht auf die Veranstaltung von allen Parteien und fragt, was ist da? So, warum machen sie das so nicht? Ja? Und wie haben sie damals abgestimmt, als es darum ging, die Millionen in diesen Schlachthof zu geben? So. Also man muss immer wieder auch ein, zwei Projekte haben, die gnadenlos konkret sind, wo sich jemand verhalten muss. Und das hat übrigens eine Nebenwirkung. Da geht es dann eben nicht nur um das Projekt und die eine Entscheidung, sondern die Nebenwirkung ist, dass wir sehen, wie stark wir sind und dass wir zeigen, dass wir Umsetzung erzwingen können. Das, also ich finde, die beiden, für mich persönlich gehören die beiden, ist das eine Gesamtstrategie. Frau Kühners, unsere Zeit, die Stunde ist. Ich habe da einen neuen Freund. Gefühlt geht es gerade erst richtig los. Ich glaube, uns brennen halt noch ganz schön viele Fragen auf der Zunge. Aber jetzt darf jemand anderes eine Frage stellen. Und zwar haben wir ein schönes kleines Spiel, das immer der
der Vorredner, unserem nächsten Redner in unseren Talks, eine Frage stellen darf. Und da soll ich Sie erstmal ganz, ganz herzlich von Herrn Götz Rehn grüßen. Der meinte, dass er sich sehr, sehr, sehr als Weggefährtin schätzt seit sehr vielen Jahren. Und er hat eine Frage für Sie, die ich Ihnen jetzt abschließend einmal stellen möchte. Und zwar fragt er, liebe Frau Kühners, was müssen wir damit tun, damit wir endlich von mehr agrarindustriellen Flächen auf Biolandbau in Deutschland umstellen können? Also was müssen wir tun? Was können wir tun? Also das eine hatte ich quasi schon gesagt, die Nachfrage stärken muss die Städte müssen erzwingen, dass bei ihnen mehr Bio verkauft wird. Ich könnte, also die Schulen, ne, wenn jetzt in Berlin ab nächsten Schuljahr 50% in der ersten bis sechsten Klasse Bio ist, dann gehen sie rum und sagen, hallo, wo kann ich Bio-Kartoffeln, Möhren oder so kaufen? Heißt Umstellungsverträge. Wenn wir die Leute nerven, da wo wir Bürgermeisterinnen, Stadträte haben, sagen, der nächste Weihnachtsmarkt muss einen Anteil Bio haben, müssen es aber erzwingen, weil die Stadt bestimmt, was auf dem Land ist. Manchmal sagen die Städte arrogant, bei uns gibt es mehr Spatzen und Meisen auf dem Land, ihr spritzt so viel Chemie. Die spritzen Chemie in das, was wir essen, kaufen, also ans Kaufen. Mhm. Nürnberg zum Beispiel hat vor Jahren schon angefangen und gesagt, beim Nürnberger Christkindlmarkt, erstens muss 10, 20, 30% mittlerweile Bio sein, müssen sie halt, die Stände werden so vergeben. Dann kommt ein Bio-Ratus durch und vegetarisch-vegane Produkte, weil sie sagen, sonst kann die ganze Familie nicht mitgehen. Also von der Seite kommt. Zweiter Punkt, wir müssen die Europäische Kommission unterstützen. Die hat nämlich gesagt, sie wollen bis 2030 EU-weit 25% Ökolandbau haben. Ich bin zusammengezuckt, weil ich hatte auch mal gesagt, in 10 Jahren in Deutschland 20%. Gar nicht so einfach und trivial. Und da müssen wir unsere Bundesregierung, wer immer das jetzt oder ein Jahr später ist, treiben. Und bei jeder Frage, wie macht ihr das? Erstens, unterstützt ihr das? Wir könnten sie auch gleich fordern und sagen, nee, wir wollen 30%, ja, immer noch eins drauf. Und dann wollen wir eine Strategie, die das nachlegt. Und die ist nie freiwillig, sondern muss mit Geldflüssen und Regeln sein. Ja, und so kommen wir ran. Und natürlich müssen wir fragen, wir müssen eine Pestizidminimierungsstrategie machen. Die EU-Kommission hat gesagt, bis 2030 minus 50%. Und da müssen wir sagen, das ist nicht nur ein Wert an sich für die Natur und für mein Essen, sondern es ist auch Voraussetzung und nicht die Abdrift haben. Also es gibt da schon viele Punkte und ich will daran beschreiben, dass es sich lohnt, an jeder dieser Stellen, weil die Dinge zusammenhängen, ja, sich gegenseitig bedingt, sozusagen richtiges Fass aufzumachen. Ja. Ich streite mich überhaupt gerne, obwohl ich im Grunde meines Herzens ein friedliebendes Wesen bin. Frau Kühnes, ich habe gar keinen anderen Eindruck. Vor allem, ich finde, also für mich persönlich, ich glaube für uns alle, es ist sehr, sehr motivierend, was Sie uns hier mit auf den Weg geben. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich hoffe, dass wir alle es gemeinsam anpacken und wirklich gemeinsam, wie Sie es gerade gesagt haben, weiter nach vorne bringen und weiter nach vorne schreiten, um wirklich ein ökologisches Ernährungssystem zu erschaffen. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Es war wirklich eine sehr, sehr große Freude. Dankeschön. Ich danke auch. Und wer ist denn die nächste Person, der ich dann eine Frage stellen darf? Und das wollte ich jetzt noch fragen. Das ist noch offen, deswegen habe ich zwei Fragen an Sie. A, wen sollen wir nach Ihnen interviewen? Und B, was wollen Sie die Person fragen? Genau, danke Kai. Sehr gut. Das ist ja fast wie ein Überfallkommando. Wen nach mir? Genau. Also ich würde es, ja. Also eigentlich muss man jemanden aus der ich überlege mir nochmal jemanden direkt mit einem Namen. Ich glaube aber, dass man jemanden aus dem größeren Lebensmittelhandel oder Lebensmittelindustrie nehmen soll. Aber wie wäre es denn mit jemandem in dem Bereich? Ich hab eine Idee. Wie wäre es denn mit einer Person, die zu Ihnen gesagt hat, Frau Kühnerst, ich wollte Ihnen mal ordentlich meine Meinung geigen, aber ich muss jetzt Abbitte leisten. Also wer ist denn, die Kamera weg, wer ist denn eine Person quasi von der Seite, die sich in die Ecke gestellt fühlt und sagt, aber Moment mal, wenn wir auf diese Weise diskutieren, dann bin ich gerne dabei. Ah ja, muss ich mal überlegen. Also es gibt ja
Schon ein paar. Also es gibt zum Beispiel, was man mal machen könnte, ist der von der Stimme, und der ist in Sachsen-Anhalt Bauer, Kees de Vries. Finde ich Der hat super. Rinder, der hat Kühe und Kees de Vries, und damit ist man zumindest in einem, mit dem man dann, denke ich, doch noch ganz gut diskutieren kann, auch in der CDU. Es gibt ja manche, die beinhart beim Alten bleiben, aber er steht dazwischen und er fragt sich auch immer, wie kriegt er seine CDU zur Entwicklung? Okay, den schnappen wir uns. Und was fragen wir denen in ihrem Namen? Ich würde, also die eine Kernfrage muss immer sein, an der Stelle, wie möchte er die Zahl der landwirtschaftlichen Nutztiere in Deutschland reduzieren? Was ist Ihr Konzept? Wie geht das? Frau Künast, wir werden Sie darüber in Kenntnis setzen, was er geantwortet hat. Ja, ich freue mich. Ja, genau. Ich treffe ihn ja hin und wieder. Gut. Dann, Sarah, du hast das letzte Wort. Wir bedanken uns herzlich nochmals bei Ihnen, Frau Künast, für Ihre Zeit und natürlich für alle, für unsere Zuhörer, die hier mit dabei waren live. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir gehen jetzt in unsere Sommerpause. Für alle Anregungen und Fragen und Kritik könnt ihr natürlich weiterhin unsere Kanäle benutzen, also Facebook, Instagram und YouTube. Schreibt uns gerne eure Meinung oder auch Tipps und Ideen, die ihr habt, wie wir nach der Sommerpause beziehungsweise mit wem wir weitere Gespräche führen dürfen und sollen. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid und werden euch auch auf unseren Kanälen rechtzeitig darüber informieren, wann es dann soweit ist. Einen wunderschönen Abend und vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Bis vor Kühners. Ciao. Tschüss. Danke.